So, ein weiteres Spiel, bei dem ich bisher auch nur eine Folge gemacht habe, ist Reel & Grinder, das mich auch jetzt direkt nach dem Start schon mit dem nächsten Kürbis begrüßt, wo ich eben einen Rubin bekommen habe und weitere Ressourcen für das Spiel. Und eine neue Figur habe ich jetzt nicht bekommen, weil ich jetzt schon alle drei Figuren soweit beisammen habe. Und ja, dazu jetzt gleich mal noch mit euch eben. Beim ersten Mal kam kurz nach meiner Folge ein erstes kurzes Event, wo ich letztlich hier Meister des Winters bekommen habe und das Aufwärmen. Und jetzt fehlt mir hier zum Beispiel noch Durst nach Blut. Sammle einen vollen Stapel von 480 Blut, während du ein Vampir-Monster-Tier hast. Das heißt, ich muss jetzt hier erstmal Vampir, ist aktiv, okay, und dann sammle ich das Blut ein, um letztlich die nächste Errungenschaft oder hier die nächste Heldentat freizuschalten, die mir dann eben einen dauerhaften Bonus gewährt. Und ja, jetzt gilt es hier einfach, die weiter aufzuleveln. Im Moment habe ich den jetzt eben aktiv, der mir allerdings nur ein paar Assistenten bringt bei 304 und 14 Assistenten oder 13 Assistenten lohnt sich das nicht so sehr. Da ist das Monster, ist der Geist eigentlich lohnender, weil der macht anhand der Reinkarnation Produktionsbonus und das Skelett selber, das hat auch Fraktionsmützen, aber Fraktionsmützen brauche ich aktuell auch nicht, das zeige ich euch gleich noch. Das heißt, jetzt erstmal diesen Zauberspruch mit in die Update-Schleife. Ihr seht, ich bin aktuell in einer Position, wo ich 1300 Mana pro Sekunde regeneriere, womit ich also kein Problem habe, diese ganzen Zauber hier zu aktivieren. Und ich bin an der Stelle mit den Söldnern verbündet. Aber dazu gleich mehr. Erstmal jetzt hier im Event weiter jetzt die Ressourcen ausgeben, weil letztlich die hier jetzt auf Stufe 25 zumindest zu bringen, damit ich da einen entsprechenden Bonus bekomme und dann steigt auch die Kosten auf 88, weswegen es dann schwierig wird, die noch abzugraden. Also alle 8 Stunden sind diese Ressourcendinger voll, das heißt, ich kann dann 480 maximal einsammeln. So, das habe ich jetzt hier, der Durst nach Blut, das war ganz cool, das war gruselig mit Ektoplasma und das gleiche mit den Knochen habe ich jetzt gemacht. Das nächste, was ich jetzt brauche, ist noch die 6 Kürbisse klein zu bekommen. Also 4 von 4 habe ich jetzt und wenn ich jetzt jeden Tag mich noch einlogge, also einen Kürbis bekomme ich automatisch. Anscheinend ist es sogar unabhängig vom Klicken, weil sonst hätte ich das ja nicht direkt nach dem Startbildschirm schon bekommen, weil wahrscheinlich das über meine Assistenten auch ausgelöst werden kann. Und ja, das andere ist dann, alle Monster letztlich hier auf Stufe 50 zu bekommen. Das glaube ich, wird nicht so ohne weiteres gelingen, weil dazu bräuchte ich wahrscheinlich doch noch mehr Ressourcen, beziehungsweise hätte ich die Zeit komplett ausnutzen müssen. Das war bei dem ersten schon relativ knapp, wirklich innerhalb, ich glaube, es lief nur 3 Tage, dieses Event, diese ganzen Boni tatsächlich freizuschalten. Das sind jetzt nur die, die ich bekommen habe. Es gab aber, glaube ich, noch 1 oder 2 Heldentaten mehr, die mir da einen Bonus gegeben hätten. Aber auf der anderen Seite sind 1% für jedes von diesen Heldentaten jetzt auch nicht so relevant. Also es ist nicht spielentscheidend, ob man jetzt in diesen Events wirklich so viel absahnt oder nicht. So, dann kann ich hier, okay, nur eine Ausgrabung, das ist jetzt nicht allzu viel, aber ich stehe eh kurz sowohl vor dem normalen Reset als auch dann vor der nächsten Reinkarnation. Ihr seht, hier habe ich mir ziemlich bunt, nämlich über die Söldner, verschiedene Boni zusammen sammeln können, die halt eben vor allen Dingen Fraktionsmünzen und auf Mana gehen letztlich, weswegen eben dieser hohe Bonus zustande kommt. Der einzige Hinweis, was man so jetzt so weitermachen muss, ist aktuell eben von ihr, von der Ratgeberin, die mir jetzt sagt, okay, vorher hat sie gesagt, okay, mach weiter, mach Reinkarnation, bis die Söldner auf dich aufmerksam werden und dass ich mich dann mit denen verbinden soll. Und jetzt soll ich halt die Söldner weiter nutzen, ein bisschen ausprobieren, was davon sinnvoll ist, was ich an zügigen Kombinationen hier bekomme. Und ja, anscheinend jetzt bis Reinkarnation 16, das heißt nicht nur das Abdanken, was ich jetzt mit euch an der Stelle machen werde, weil hier gibt es jetzt nicht mehr viel zu holen. Und für die Reinkarnation bekomme ich da auf jeden Fall genug Sachen zusammen. Also einmal abdanken. Dann ist das im Endeffekt erledigt. Und ich kann jetzt hier in die nächste Reinkarnation starten, womit ich dann zwar die ganzen Boni, die mir jetzt eben über die Juwelen ermöglicht werden, verliere, aber auf der anderen Seite, solange ich halt hier nicht wirklich etwas ja, Praktikables machen kann,
oder halt nichts Neues mehr erkunden kann, ist es dann doch sinnvoller, vor allem auch, dass die Ausgrabungen zurückgesetzt werden. Die dürften, wenn ich mich neu mit den Söldnern dann verbünden muss, weil die waren ja relativ teuer, also die Söldner brauchten sehr, sehr viele Fraktionsmünzen, die man ihnen zahlen musste, und je länger das Spiel lief, desto höher wurde diese Abgabe, die man denen da geben musste. Und da war es dann halt ganz geschickt, möglichst mit den Ausgrabungen zu arbeiten, weil hier habe ich ja eine ziemlich große Menge an Fraktionsmünzen bekommen können. Und mit denen hat es dann geklappt, ziemlich schnell Geld einzusammeln, um Ausgrabungen zu finanzieren und mit den Ausgrabungen dann so viele Münzen ranzuschaffen, um letztlich diese Söldner dann ja, zu bezahlen und sich dort einzukaufen. So, also jetzt hier dann in die nächste Reinkarnation. Das heißt, zumindest erhöht sich der Grundbonus. Das heißt, um 100% das, Offline-Produktion steigt, Chance auf Fraktionsmünzen steigt. Und so weiter. Also ein paar Boni starte ich dann schon in die nächste Regeneration, in die nächste Reinkarnation und muss dann eben jetzt wieder von ganz vorne anfangen. Das heißt, 1 hoch 39 an blauen Juwelen brauche ich dann, um letztlich dort weiterzukommen. Und mal schauen, jetzt habe ich hier zumindest mit dem Kürbis wieder eine weitere Rubine bekommen. Und da ist dann die Frage, wo ich das am besten draufsetze. Weil am Anfang ist auf jeden Fall das mit der Mana-Regeneration immer ein ziemliches Problem, weswegen ich das auch erstmal hier reinstecke, damit ich das ein bisschen schneller schaffe. So, hier ist es jetzt natürlich noch nicht allzu viel. Achso, nee, das ist die Mana-Produktion. Ja, klar. Solange ich natürlich kein Mana produziert habe, kann das nicht steigen. Das war bei dem anderen natürlich entsprechend hoch. So, mal gucken, ob hier jetzt irgendwie die Söldner schon sichtbar sind. Ansonsten muss ich hier natürlich jetzt erstmal wieder anfangen, das ganze Zeug aufzubauen, mir die ganzen Vorteile zu verschaffen und dann natürlich mich mit den Fraktionen zu verbünden. Am sinnvollsten ist es für mich da am Anfang immer mit den Engeln, weil die eben, wie gesagt, ich habe es noch nicht gesagt. Also am sinnvollsten ist es für mich am Anfang einfach auf der guten Seite, mich mit den Engeln zu verbinden, weil die eben sehr viel Boni auf die Mana-Produktion haben und mit den Zaubern einfach dann schneller weitere Boni freigeschaltet werden können durch entsprechend hohe Gebäude hier, also hohe Gebäudeanzahlen, und das einfach dann den Start ein bisschen beschleunigt. Eben je schneller ich in dieses Geld verdienen komme und je mehr Juwelen und so weiter und so fort, um dann möglichst stark in den Grind einzusteigen und dort weiterzumachen. Das ist erst ab 1 hoch 27 so interessant. Deswegen, das wusste ich am Anfang ja nicht, dass letztlich mit dem, also bei den normalen Abdanken werden die Ausgrabungen eben nicht zurückgesetzt. Deswegen dachte ich, okay, ich muss die mit den Münzen letztlich zurücksetzen. Aber bei den großen Reinkarnationen, da werden die auch zurückgesetzt. Das heißt, man muss die nicht mit Rubinen zurücksetzen, sondern man kann die tatsächlich aufsparen und für diese permanenten Boni, die es halt hier nach und nach gibt, einfach nutzen. Soweit. So, dann hier jetzt die Upgrades. Und da brauche ich jetzt 20 Engelsmünzen. Hier sollte jetzt auch nochmal eine aktuelle Chance auf Funktionsmittel liegt bei 14%. Inwieweit da jetzt tatsächlich schon die 10% drin sind, beziehungsweise die 4%, die ja jetzt zusätzlich da für die Reinkarnation verwendbar waren. Mal gucken. Genau, also beim nächsten Mal steigt es dann wieder um 1% an. Achso, deswegen ist der Bonus, zunächst mal add one assistant per Reincarnation. Ah, okay, das heißt, das ändert sich dann auch nochmal. Das heißt, da gehen nochmal andere Boni, die dann dazukommen. Und es gibt einen neuen Spezialbonus, die gibt ja sofort zusätzlich ein, achso, genau, das steht ja da oben. Okay, also insoweit gibt es einfach verschiedene Ebenen, die halt dann nach und nach noch freigeschaltet werden. Eine Sache, die ich hier auch zum Beispiel freigeschaltet habe, sind die Herausforderungen. Die hatte ich schon mal erledigt, deswegen ist hier jetzt auch die nächste angezeigt. Allerdings habe ich mich jetzt damit noch nicht stärker auseinandergesetzt, weil es irgendwie ein bisschen undurchsichtig ist. Also gut, das eine Reinkarnation, zwei Reinkarnationen habe ich schon gemacht. Hier habe ich jetzt schon 4 gemacht. Das heißt, da sind jetzt auch noch weitere Herausforderungen aufgetaucht. Und ich sammle soll 5000 Dämonenmünzen ohne Juwelenkraft, Reinkarnation, Forschung oder Ausgrabung einzusetzen bekommen. Und das Höllenrausch-Upgrade. Also deswegen, da muss es dann doch ein bisschen tiefer in die Mechaniken einsteigen, um zu gucken, was muss ich eigentlich machen,
damit ich in der Geschwindigkeit in der Lage bin, diese Herausforderung zu erfüllen. Aber dazu sind es natürlich auch Herausforderungen. Es sollte ja nicht so einfach sein, das mal eben zu bekommen. So, das ist das Engel-Freundschaftspaket. Okay, genau, hier ist das Söldnerabzeichen. Okay, aber das ist auch nur das Söldnerabzeichen. Das heißt, die Söldner und die Freischaltung bleiben anscheinend auch erhalten. Die muss ich mich auch nach der Reinkarnation nicht neu verbünden. Nur allzu viel zeigen werde ich hier jetzt wahrscheinlich nicht können, weil natürlich so der erste Aufstieg nach einem großen Reset einfach ziemlich zäh ist. Und hier kann ich jetzt auch die ersten Upgrades wieder für die, ja, für die zusätzliche Produktion kaufen über die Fraktionsmünzen. Das sind die königlichen Börsen, die allerdings im Moment auch keinen großen Bonus haben. Jetzt habe ich 150% Bonus. Dann noch heiliges Licht. Dann kann ich noch ein bisschen schneller über das Klickeinkommen versuchen, ein bisschen Einkommen einzusammeln. Und das einfach hier ein paar Upgrades zu kaufen. Ansonsten ist das natürlich jetzt wie gehabt. Ein bisschen schneller geht es schon durch die Reinkarnationsboni. Und jetzt hier natürlich immer dieses Aufblinken der Ressourcen, um natürlich den dort zu aktivieren. Mal gucken. Wahrscheinlich ist es im Moment sinnvoller, eigentlich auf den hier zu wechseln. Weil ich bekomme dann zumindest ab der nächsten Aktivierung 5 Assistenten dazu. Und bei 17 lohnt sich das sogar schon. Mal gucken, was war hier jetzt? Ah, Fraktionsmünzen. Das ist natürlich im Moment auch interessant, weil mit mehr Fraktionsmünzen ich jetzt gerade am Anfang dann diese Superboni natürlich besser freischalten kann. So, jetzt lasse ich erstmal das durchlaufen, bis dieser Zauber abgelaufen ist. Und dann werde ich mal gucken, welche ich jetzt tatsächlich davon aktivieren kann. Also die weiteren Engels-Upgrades. Die sind allerdings jetzt noch ein bisschen teuer, da komme ich nicht so ganz so schnell ran. Mal gucken, die sind hier im Moment mit den höchsten Produktionsboni. Dann kann ich die auch erstmal durchkaufen und das entsprechend aktivieren. So, die 500 Engelsmünzen brauche ich jetzt so schnell noch nicht, weil ich ja mir die eh noch nicht leisten kann aktuell. Das heißt, da kann ich noch ein bisschen abwarten und eher dann... Ja, hier stehen sogar noch die Zahlen daneben, aber die sind noch nicht wieder aktiviert, weil ich natürlich hier die Boni erstmal noch freischalten muss mit dem automatischen Wirken und den anderen Stufen, bevor ich dann tatsächlich die Zauber wieder so einstellen kann, dass sie hier entsprechende Vorteile bringen. So, die Produktion der, genau, dann machen wir mal die Gebäudeproduktion hoch und kann dann gleich schon die nächsten Elemente wieder kaufen. So, genau, da ist schon das erste oder eine der eben Upgrades, die dann eben die Mana-Regeneration machen, das heißt die Königsschlösser. Das heißt, je mehr ich von denen habe, desto mehr Mana-Regeneration bekomme ich dann auch. Das sind eben diese verschiedenen Fähigkeiten, die die einzelnen Fraktionen liefern. Und hier seht ihr letztlich auch die Erbefunktion oder die Erbefähigkeiten, die ich dann bekomme. Eben die Engel geben dann zusätzliche Mana-Regeneration. Kobolde, Untote, das sind so die Standard 6 gewesen. Dann hier die Spezialfraktionen, die gesichtslosen Druiden und Titanen sowie Zwerge, Drow und also Zwerge und Drow sind dann noch die, ja, die nächste Stufe gewesen, die auch noch so geheim waren, dass die in den Trophäen ja hier nicht aufgetaucht sind. Also Zwerge und Drow waren auf jeden Fall nicht sichtbar. Das sind eben diese geheimen Trophäen. Dann Söldner Meister, dass ich jetzt die gekauft habe. Und ja, Söldner Eid. Jetzt bin ich halt irgendwie mit den Söldnern verbündet. Was jetzt hier noch fehlt, weiß ich noch nicht. Vielleicht tatsächlich noch eine Fraktion, die wahrscheinlich bei Reinkarnation 16 dann sichtbar wird. Und was das andere hier dann noch für Fraktionen sind. Mal sehen, wann die irgendwie sichtbar werden oder auftauchen. Das gleiche hier. Letztlich ist es ein... Ja... Also ich habe jetzt nicht weiter in Wikis nachgestöbert, um rauszubekommen, was ich machen muss, um diese Trophäen letztlich zu bekommen. Und die Trophäen selber sind ja auch wieder nur Basis für andere Boni, wenn ich entsprechende Upgrades freischalte, wo die halt wirklich relevant werden. Deswegen, also sie liefern jetzt nicht direkt einen Bonus, sondern nur die Gesamtzahl der Trophäen wird bei verschiedenen Kalkulationen als Basis verwendet.
Und ansonsten, die Events scheinen immer recht ähnlich zu verlaufen, weil auch das andere Event, das hatte zwar nur zwei Ressourcen, irgendwie Eis und Flammenkugeln, also Eiskugeln, Flammenkugeln. Und genau, ich sollte einmal die Frostkugeln sammeln, während ich mit den Sommerranern verbunden bin, und einmal die Flammenkugeln, während ich mit den Winterranern, also einmal überkreuztes sammeln und dann eben noch eins, die alle Upgrades der Winterlichen kaufen. Was ich dann eben nicht mehr geschafft habe, ist, alle Upgrades der Sommerraner letztlich zu kaufen, weswegen mir dann eben dieses Icon dort entsprechend fehlt. Ich weiß nicht, ob die auch jährlich wiederholt werden, ob man dann die Chance hat, das noch zu ergänzen, oder ob da einfach generell neue entwickelt werden. Mal sehen, ob ich das Spiel weiterhin im Auge behalte, weil es ist im Moment eben schon recht mühselig geworden, hier jetzt noch weitere Sachen zu erkunden, weil außer eben immer wieder zu resetten und hier das zu machen, bleibt jetzt wenig Vorausplanung möglich, zu sagen, ja, ich will jetzt noch genau in diese Richtung gehen und will das dann freischalten. Dazu ist es irgendwie ein bisschen zu intransparent, als dass da so die richtige Motivationsspirale in Gang geht, um zu sagen, okay, ich probiere mir jetzt aus und mache jetzt, arbeite sozusagen die Herausforderungen ab. Mal gucken, also hier brauche ich Tag des Herrn Upgrade. Ja, das ist wieder die Frage, welches das ist. Und wirke innerhalb von 20 Minuten eines neuen Durchlaufs 50 Mal heiliges Licht. Also das hätte ich mit den Söldnern jetzt wahrscheinlich hinbekommen. Und jetzt ist natürlich nur die Frage, warum ich hier jetzt... Achso, da darf ich mich ja nicht mit irgendeiner Fraktion verbinden, sondern ich hätte mich irgendwie direkt mit den Söldnern verbinden müssen, um letztlich dieses selektive Upgrade zu bekommen. Aber ich kann mal kurz versuchen nachzuschauen, welche Herausforderung das ist. Mal gucken. Ich bin jetzt eh bei den Engeln. Das heißt, ich müsste eigentlich nachgucken können. Weisheit, Federherz, Schutzengel, Engelfedern, heilige Glocken, Entschlossenheit der Engel. Also mal gucken. Ich kann ja jetzt nochmal auf die 500 sparen. Dann müsste ich die letzten drei angezeigt bekommen. Und dann sollte es mir eigentlich möglich sein. Ich habe doch... Ach nee, Engelsmünzen. Oh, da habe ich nur 372 aktuell. Dann machen wir die jetzt nochmal, um mehr Münzen zu sammeln. Und dann schalte ich mal die nächsten Upgrades noch frei, um zu schauen, ob das eine eben dieser Bezeichnungen dort ist. So, der ist gleich wieder durchgelaufen. Okay. So, magische Tore, Herrschaft der Engel, Schwingen der Freiheit. Nee, ist es alles nicht. Also Herausforderung. Tag des Herrn Upgrade. Mal gucken, ist es... Das sind Erbe der Engel. Also schwer zu sagen, welches Update das dann jetzt überhaupt ist. Vielleicht ist es auch irgendein von den Gebäuden. Also das ist im... Ah, nee, hier habe ich es schon. Okay, also das Tag des Herrn Updates, das war dieses Symbol. Das musste ich haben, und dann hätte ich innerhalb der... ersten 20 Minuten dieses Spiels, hier Herausforderung, wirke innerhalb von 20 Minuten eines neuen Durchlaufs 50 Mal heiliges Licht. So. Okay, also eben innerhalb der ersten 20 Minuten 50 Mal dieses heilige Licht zu starten, ist schon ziemlich schwierig, zumindest aktuell, solange ich so eine niedrige Mana-Regeneration habe. Mal gucken, ich kann ja mal kurz ausrechnen. Bei 17,5, also ich habe jetzt zumindest schon den Bonus, dass ich nicht mehr 1000 Mana, sondern nur 900 brauche. Aber das heißt, ich brauche ja fast eine Minute, also 50 Sekunden brauche ich, um dann so viel Mana zusammenzubekommen, um das zu starten. Das heißt, wenn ich das Ding dann 50 Mal innerhalb eines Durchlaufs schaffen soll, und mal angenommen, die ersten 5 Minuten schaffe ich es noch nicht, das heißt, ich brauche 15 Minuten. Also 15 in 15 Minuten bräuchte ich dann 50 mal die 900, und das jetzt im Endeffekt durch 15, das heißt 600, das heißt 900 Sekunden. So, das heißt, ich bräuchte eine Mana-Regenerationsrate mindestens von 50, um dann permanent heiliges Licht zu starten und dadurch ja letztlich die Vorteile zu bekommen. Naja, genau, jetzt habe ich noch den Nachteil, sobald ich diesen Automatismus anschalte, halbiert sich im Endeffekt die Mana-Regenerationsrate.
Das geht mit den späteren Updates hier, wird es dann besser, weil dann ist nur noch minus 25% und später gibt es dann gar keinen Malus mehr. Und ja, also das heißt, ich brauche etliches mehr an Gebäuden. Also was jetzt überhaupt kein Problem ist, ihr habt ja gesehen, ich habe vorhin eine Mana-Regenerationsrate von über 1000 pro Sekunde gehabt, also wäre das durchaus machbar. Allerdings dann wahrscheinlich in der Verbindung mit den Söldnern und die Frage ist, ob ich den Tag des Herrn bekommen kann, wenn ich mit den Söldnern verbunden bin. Oder, aber ich glaube, Tag des Herrn, den bekomme ich wahrscheinlich generell oder nur mit den, also das muss ich nochmal ausprobieren dann. Aber auf jeden Fall, das sind so dann die Strategien zu probieren, okay, ich brauche diese verschiedenen Upgrades auf der einen Seite und dann innerhalb der ersten Stunde eines neuen Spiels 400.000 Elfenmünzen. Das sollte eigentlich schon relativ leicht sein. Zumindest zum Beispiel, wenn ich jetzt so einen Bonus hier habe, wie das Kannibalisieren. Den brauche ich aber oft genug laufen zu lassen und dann ja, schon ein paar Boni für die Fraktionsmünzen zu haben. Also ja, also natürlich ist es möglich und man kann sich die Ziele dann setzen, diese Herausforderung abzuarbeiten und dann zu schauen, was dann als nächstes freigeschaltet wird. Und wahrscheinlich wird hier dann auch eine Trophäe freigeschaltet, die sich wahrscheinlich dann in den Trophäen wieder hier irgendwo niederschlägt. Vermutlich, ja genau, hier ist da zum Beispiel neutrale Herausforderung, Original Herausforderung. Wahrscheinlich sind das dann entsprechende Elemente, die halt hiermit wieder zusammenhängen. Aber irgendwie ist es bisher, verspüre ich ja noch nicht wirklich den Reiz, da einzusteigen und zu sagen, okay, ich mach mir das jetzt, weil die Frage ist, was ist eigentlich die Belohnung dafür? Also warum sollte ich das tun? Nur um die Trophäen zu vervollständigen oder einfach nur um rauszubekommen, was natürlich in dem Spiel jetzt alles noch drinsteckt, was sich eigentlich von mir aktuell verbirgt. Aber irgendwie ist es auch so ein Hin und Her zu sagen, also muss ich jetzt das Spiel durchforsten, um rauszubekommen, was es alles von mir versteckt? Oder sollte das Spiel wenigstens ein bisschen Andeutung machen, ach übrigens, da gibt es noch was und das noch und ja, ich weiß nicht. Also im Moment bin ich da noch nicht so ganz drin, weil letztlich auch ja, zu wenig passiert. Also hier mit den Upgrades und so weiter verändern sich zwar ab und zu die Landschaften, da kann ich mal, ich glaube hier, genau, konnte ich das ausblenden. Die Landschaft verändert sich teilweise auch, mit wem ich verbündet bin natürlich. Mit den Guten wird es ein bisschen grüner, mit den Bösen wird es ein bisschen dunkler und ansonsten bleibt es halt ein bisschen grauer. So zumindest mein Eindruck. Und die, mal gucken, habe ich hier jetzt irgendwo gerade einen Wechsel auf 100, aber da ist zumindest jetzt keine Änderung in dem Layout von den Sachen, also die steigen auch nach und nach mit aus und die Assistenten gruppieren sich hier so drumrum, wenn ich da genug von habe. Aber sonst ist es vor allen Dingen viel, viel Zeit, die vergehen muss, also ich kann wenig beeinflussen, weil durch mein Klicken bin ich eigentlich ziemlich schnell in einer Position, wo das Klicken recht irrelevant ist, weil meine Assistenten eigentlich genug Arbeit machen und genug Geld reinbringen durch die Produktion oder in Kombination mit der Produktion, dass für mich eigentlich wenig Aktivität übrig bleibt. Immerhin habe ich bisher alle Fraktionen, habe ich überall die Erben soweit freigeschaltet und also mal sehen. Wenn ich da noch irgendwie ganz interessante Sachen freischalte, werde ich mit Sicherheit nochmal eine Folge machen. Allerdings soweit erstmal nur der Blick auf das Event, eben hier den neuen Block an Herausforderungen. Also wenn ihr euch da reinfuchsen wollt, gibt es mit Sicherheit noch einiges zu tun. Und die deutet ja schon an, bei Reinkarnation 16, da gibt es auch irgendetwas Neues. Genau, das oben ist sozusagen der Hinweis, der so ein bisschen durch das Spiel leitet, der immer sagt, okay, wo jetzt das nächste Block auf mich wartet. Und unten sind einfach nur so ein paar Tipps, die halt einfach ja, zum Spiel so kleinere Hinweise geben. Und soweit also für heute. Einfach mal ein Blick auf die Event, auf die Herausforderungen, auf die Trophäen, wo sich jetzt nicht so viel getan hat, sondern die einfach hier so nach und nach inzwischen freigeschaltet sind. Inzwischen habe ich ja schon über die Hälfte der Trophäen immerhin zusammengebracht. Aber bis die andere Hälfte da zusammenkommt, das dauert wahrscheinlich noch sehr, sehr lange. Aber das ist jetzt auch der Sinn des Spiels. Das sind ja wieder eben diese Free-to-Play-Mechanismen, die einen ziemlich, ziemlich lange binden sollen. Da ist halt immer die Kombinationsfrage, gibt es genug Motivation, um diese Free-to-Play-Elemente, die man dann noch freischalten kann, auch tatsächlich freischalten zu wollen. Also,
soweit für heute bei Realm Grinder mit dem Halloween-Event. Wenn ihr jetzt erst anfangen würdet, ist es ziemlich knapp, dass ihr die beiden noch, oder ja, beide noch schaffen könnt, weil ihr bekommt den Kürbis wohl nur einmal am Tag, so wie ich es bisher mitbekommen habe. Und die Ressourcen halt mit den Stapeln, dass sich da 480 dann maximal aufbauen, die ihr halt dann also dreimal am Tag einsammeln müsst, um da das Maximum rauszuholen. Aber immerhin, drei Tage habt ihr noch und ich denke, diese, also die anderen drei, Gruselig, Durst nach Blut und Knochenmann, die werden sich auf jeden Fall noch aktivieren lassen, weil mit jedem Kürbis bekommt ihr eins, also ihr startet mit einem von den Monstern, beziehungsweise ich glaube, der erste Kürbis ist gleich zerdeppert worden und dann habe ich das grüne Monster bekommen, danach das Knochenmonster und mit dem letzten Kürbis, also nicht dem heutigen, sondern dem gestrigen, habe ich dann das letzte Monster bekommen, den Vampirfürst. Und das sollte auf jeden Fall machbar sein, dass ihr die Monster freischaltet und die dann nutzen könnt. Also, soweit für Realm Grinder und bis zum nächsten Mal. Tschüss.